schon lang. Das waren die Stücke von der ersten Stunde, weil das Kind, glaube ich, von den grob knoggeten Schuhen. Und an den Gäusern, da hat sich auch Jahre gegeben, Wildschützen und Gäusern, die nicht nur so. Die haben sich eine Schuhe gehabt, wo einfach die Handwerker noch dahinter stecken. Und ich glaube, gleich das Vaterland, da sind auch fleißige Leute, und da gibt es auch noch Handwerker, und die haben auch gebaut und gezimmert und einfach nur miteinander gearbeitet und zusammengeholfen. Und es ist auch oft der Anspruch, wenn man irgendwas neu baut, dass es oft heißt, so ändern sich die Zeiten. Beim Veitl haben sie nämlich umgebaut, ist höchste Zeit gewesen, hast du ja schon direkt beim Dach ausgesehen. Nachbarn sind erst oft, macht jeder eine Schicht, darum haben die Hausleute als Dank eine Grüparty gekriegt. Der Franzl vom Veitl gehört auch seine Gäste, sitzen auf der Hausbank und ratschen gleich fest. Das Grün, liebes Franzl, das ist jetzt ganz in. Jetzt haben sie deine Küche, aber keiner ist drin. Zum Grün, so sagen sie, da brauchst du gute Zent. Das Fleisch ist gern zach und unrecht verbrennt. Aber das Haus ist jetzt schön, gehen zuerst die alten Fritten. Helf die Schulden werden zusammen, die trauen mir frei zu wenden. Erziehungsstunde haben sie auch, aber ich hab kein Neid. Werden nicht viel drin sein, zu denen haben sie keine Zeit. Ein Brot haben sie jetzt auch mit so einem Bidet. Ich frag mich ja gerade, was man früher dran hätte. Haben uns auch gewaschen beim Trunk und das Orfen und schon geholt, sind auch nicht verdrickt und sind schon so alt. Und erst das Klosett, bis der Meisel schon bin. Mit Spülen und Bürsten hast du sowas schon gesehen. Früher hat man das Heisel hinter Haus gehabt mit Frischluft, weißt du, und freiem Fall, wie man sagt. Aber heute ist alles anders. Wenn du das gerade schaust, das Häusl haben sie im Haus drin und das Fleisch brauchen sie draußen. Oh, yeah.
auch nur mir unterkäme, also eine Sünde. Und hat natürlich nicht gewusst, was er für Busse hergeben soll. Jetzt hat er sich ausgeschlichen vom Beichtstuhl, der polnische Pfarrer, um mit zum Vorhof, zum Herrn Pfarrer und gesagt: Herr Pfarrer, bei mir im Beichtstuhl ist ein Sündiger. Er hat geschossen 3 Rehe. Ich weiß nicht, was soll ich ihm geben. Hat der Herr Pfarrer gesagt: Gibst du ihm halt 3 Euro fürs Kilo, das gibt er mir auch. Beide noch die Nase.